Du möchtest deine Mannschaft im Athletikbereich besser machen, hast aber keine Ahnung, wie das geht? Kein Problem. Sichere dir jetzt meinen kostenlosen Athletikkurs, den habe ich dir hier in der Videobeschreibung verlinkt. Hier habe ich euch eine Übung vorbereitet fürs Reaktionstraining der Rückraummittelspieler, die dann quasi den Entscheidung abgenommen wird, die aber auf das Signal vom Trainer eine Entscheidung treffen müssen. Und zwar stehst du hier als Trainer, das habe ich zwei gleichfarbigen, stehst du hier als Trainer mit ja, entweder zwei Plättchen, Leibchen, wie auch immer, zwischen 6 und 7 Meter und alle Rückraummittelspieler oder alle Spieler gehen mit Ball hier auf Rückraummitte, dann haben wir einen Kreisläufer und dann haben wir zwei oder drei Leute auf Rückraum links und die Rückraummittelspieler sollen dann hier anprellen und in torgefährlichen Sprungwurf gehen. Und während die abspringen, zeigst du dann entweder gelb oder du zeigst blau. Ja? Und in diesem Fall heißt blau, dass sie den Ball auf Rückraum links spielen sollen. Und gelb heißt, dass sie den Ball auf den Kreisläufer spielen sollen. Das heißt, du steuerst selber quasi, wann deine Spieler das Signal bekommen. Das heißt, bei den etwas stärkeren Spielern kommt das Signal später, bei den etwas schwächeren Spielern ein bisschen vorher. Und dann sollen die wirklich torgefährlich von hier springen, in der Luft sich dann aufdrehen, um den Ball nach hier zu spielen. Und in der Luft zeigst du dann eine Farbe. Und dann müssen sie in der Luft ganz schnell sehen, okay, gelb, bam. Okay, blau, bam. Ja, und dann können wir das Ganze einfach als Torwartübung machen, wo wir dann sagen, okay, der den Ball bekommt, wirft aufs Tor. Wenn der Kreisläufer den Ball bekommt, werfen wir kurz flach. Wenn der Rückraumlinke den Ball bekommt, werfen wir lang hoch zum Beispiel. Und dann muss der Torwart auch noch darauf reagieren, wer bekommt den Ball, und dann entweder hier halten oder da halten. Genau, und das Ganze können ja natürlich auf beiden Seiten gemacht werden oder auch anstatt mit Rückraum links und Kreisläufer mit zwei Kreisläufern, dass die Farbe entscheidet, welcher Kreisläufer angespielt werden muss. Genau. Und so die Übungen einfach auf beiden Seiten durchführen und wie gesagt immer schwerer machen, indem man deutlich später das Signal zeigt und die Spieler dann deutlich schneller in der Luft entscheiden müssen, wer den Ball bekommt. Oder mit drei Farben und eine Farbe steht dann noch dafür, dass der Rückraummittelmann selber wirft. Viele weitere Videos und spannende Inhalte rund um den Handball findest du auf meiner Homepage www.handball-hex.com. Mach's gut, ciao!